Willkommen zum Online-Gespräch in der Sektionale Online-Guide für professionelle Redaktionsarbeit, wie die deutschen Medien Vielfalt für alle schaffen. Es ist das Ergebnis einer intersektionalen Zusammenarbeit, aber erst ein paar Hinweise. Bitte eure Mikrofone ausschalten und ich wollte auch darauf hinweisen, dass wir Gebärden- und Schriftdolmetschung haben. Die Schriftdolmetschung soll aktiviert werden, das könnt ihr selber machen und wenn ihr das nicht schafft, dann bitte in die Chatfunktion uns fragen, wie das geht. Gudrun Hillert macht die Gebärdensprachdolmetschung und Petra Neumann ist Schriftdolmetscherin. Ich bin Chupane Cimbello, eure Moderator. Dabei heute haben wir, um die intersektionale Online-Guide zu präsentieren und diskutieren, sind auch Konstantina Vassiliou-Enz. Sie ist Geschäftsführerin Neue Deutsche MedienmacherInnen. Karin Heisecker, Leiterin der Malisa Stiftung. Edith Heidkemper, Vorsitzende ProQuote Medien. Judita Smikowski, Projektleiterin bei leitmedien.de. Melina Seiler, Vertreterin Queer Media Society und Markus Ulrich, Pressesprecher Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Aber erstens haben wir Konstantina Vassiliou-Enz, Geschäftsführerin der Neuen Deutschen MedienmacherInnen seit mehr als 10 Jahren und sie ist auch TV- und Hörfunkjournalistin, meist bei den öffentlich-rechtlichen Sender. Konstantina, du hast das Wort. Dankeschön, Chiponda. Ich möchte beginnen, damit mich bei unseren Förderern zu bedanken. Google News Initiative hat dieses ganze Projekt gefördert. Die haben schon den ersten Diversity Guide unterstützt und haben uns als Neue Deutsche MedienmacherInnen auch für eben die Vernetzung unserer Runde unterstützt. Im Übrigen auch unsere neuen Pläne für 2022. Darüber erzähle ich später noch was. Und ohne Mittel ist so ein Vorhaben eben nicht zu schaffen. Darum tausend Dank. Gerrit Rabenstein ist jetzt hier für die Unterstützung und für euer Vertrauen. Genauso wichtig, von Herzen vielen Dank an Morlin Neumüller, die ist hier für die technische Unterstützung und hat unsere Treffen organisiert, auch dieses Pressegespräch und auch ohne Fabian Goldmann aus unserem Team bei den NDM wäre dieser Guide niemals heute schon online. Er ist schnell wie der Wind und unfassbar gut. Danke dir, Fabian. Was Sie heute schon auf der Website medieniversität.de finden, basiert eben auf diesem Guide. Ich habe gerade schon ein bisschen davon erzählt, den wir im Frühjahr rausgebracht haben, aber ist eben noch viel besser als das, was wir im alten Guide haben, weil es ums Ganze geht, um eben Diversität richtig divers gedacht. Wir haben eben nicht nur Rassismus im Blick, sondern auch Homofeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit oder Sexismus in den Medien und eben was dagegen getan werden kann. Natürlich auch die Verschränkung von allem. Wir werfen auf einen kurzen Blick jetzt erstmal auf die Inhalte. Marie, du könntest den Bildschirm teilen. Dieses Fachbuch hat schon 150 Seiten, aber beim intellektuell überarbeiteten Guide online sind nochmal 100 dazugekommen. Also es ist echt viel drin. Und wir haben hier die 3 Hauptkapitel, die Sie sehen. Das ist das erste. Professionelle Medien sind vielfältig. Das steckt voller Argumente. Wir erklären in allen Einzelheiten, warum Medien es sich heute nicht mehr leisten können, auf Diversität zu verzichten. Wir hebeln auch alle Argumente gegen mehr Diversität aus, also all die Vorurteile und Klischees, die immer wieder dagegen angeführt werden, das eigene Haus oder den eigenen Output vielfältiger zu gestalten. Davon gibt es eine Menge, aber sie sind alle nicht valide und wir belegen das. Das zweite Kapitel, eine Folie weiter, dreht sich eben um mediale Inhalte, Berichten für die ganze Gesellschaft. Das haben wir in 4 Unterkapitel aufgeteilt, die davon eben von den verschiedenen Ebenen handeln. Einmal von Themen und Perspektiven, die fehlen in den deutschen Medien. Es geht um Repräsentation, also um die Frage, wer kommt vor, wer kommt nicht vor, warum ist das so und wie kann man das ändern. Außerdem gibt es ein langes Kapitel, das dritte, zum Thema Sprache. Da finden Sie die wichtigsten Begriffe, zum Beispiel rund um Berichterstattung im Einwanderungsland, aber auch, wie Sie berichten, wenn es um Menschen mit Behinderung geht, wenn Sie niemanden bevormunden, diskriminieren oder klein machen wollen. Und es sind die wichtigsten Wörter rund um LGBTIQ-Themen erklärt. Und im letzten Unterkapitel geht es um Bilder. Bilder in den Medien und wie diskriminierungskritische Bildberichterstattung möglich ist. Und das dritte, eine Folie weiter, Kapitel, das wendet sich nach innen, heißt Diversität im Medienhaus. Geht darum, was zum Beispiel Diversitätsdaten sind, wie die gemessen werden, warum es die braucht, eben auch wie Diskriminierung gemessen wird, ohne Menschen zu diskriminieren dabei.
Wir erklären außerdem ausführlich, warum Diversity Chefinnen-Sache ist und welche 10 Schritte Chefinnen gehen können, wenn sie es ernst meinen. Wir schreiben über diversity-gerechtes Recruiting, natürlich darüber, wie eine inklusive Redaktionskultur geschaffen werden kann, weil das dazugehört, wenn die Leute, die sie neu holen, auch bleiben sollen und nicht gleich wieder gehen. Aber auch, weil es insgesamt für die ganze Belegschaft und für das ganze Haus lohnend ist. Also kurz, es ist alles drin, was Sie wissen müssen über Diversität, wenn Sie es ernst meinen. Und alles ist schön garniert mit Fakten und Zahlen und Studienergebnissen. So wie zum Beispiel die Zahl hier, die Sie auf der nächsten Folie sehen. Wir bilden uns ja nicht ein, dass es an Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den Redaktionen mangelt. Wir belegen das. Hier ist ein Ergebnis einer Studie, die wir mit der TH Köln 2020 durchgeführt haben und festgestellt haben, in den Chefredaktionen der 126 reichweitenstärksten Medien in Deutschland sitzen nur 6,4% Chefinnen mit Migrationshintergrund. Von den Chefinnen waren die Hälfte, also von den 6,4%, waren die Hälfte aus Nachbarländern, also so Österreich, Dänemark, Liechtenstein und so, die andere Hälfte aus EU-Staaten. Und gegenüber den 27%, den unteren Balken, den Sie sehen, Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung, ist das echt sehr wenig. Außerdem ist mehrfach belegt, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den Medien und in der Berichterstattung unterrepräsentiert sind, also kaum vorkommen. Das sieht man auf der nächsten Folie. In den großen Abendnachrichten im Fernsehen, die haben wir untersucht in diesem Herbst sozusagen, im August und September, 2 Monate lang mehr als 2500 Personen, die in den Abendnachrichten vorgekommen sind. Sie sehen hier im Tagesthemen, im Heute-Journal und bei RTL aktuell. Und von diesen 2500 Menschen, die da zu Wort gekommen sind in den Nachrichten über Deutschland, waren ganze 11% sichtbar migrantisch. Und das ist auch wenig gegenüber 27%. Und wir haben wirklich auch Schweizerinnen, Schweden, NiederländerInnen gezählt, also wirklich alle mitgezählt. Und allein damit ist eben auch sehr klar, warum diese Diversity Guide wirklich nötig ist. Und dass es noch ganz viel mehr Gründe für Diversität gibt, das hören wir jetzt gleich von meinen Kolleginnen hier. Danke, Konstantina. Und jetzt gleich kommt Karin Heiseke und sie ist Leiterin der Malisa Stiftung, die sich für gesellschaftliche Vielfalt und die Überwindung einschränkender Rollenbilder in Medien und Kultur einsetzt. Die Stiftung initiiert Forschung, identifiziert Handlungsbedarfe und entwickelt gemeinsam mit der Branche Lösungsansätze für mehr Diversität. Karin, du hast das Wort. Ja, danke, Tipanda. Ja, wir, unser Schwerpunkt in unserer Arbeit mit der Malisa Stiftung ist die Diversität in Bezug auf die Sichtbarkeit, also das, was man im Englischen als On-Screen Diversity bezeichnet. Also wen sehen, wen hören wir in den Medien, wer kommt zu Wort und entspricht das der ganzen Vielfalt unserer Gesellschaft? Und in dem Kontext haben wir, seit wir unsere Arbeit 2016 begonnen haben, haben wir gemeinsam mit Partnern aus der Branche Studien auf den Weg gebracht, so damals die erste große Studie der Uni Rostock zum Thema Diversität im deutschen Fernsehen. Und damals haben wir einige Handlungsbedarfe identifiziert und um zu überprüfen, was sich im Laufe der Jahre getan hat, hat die Uni Rostock im vergangenen Jahr nochmal eine Studie gemacht, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, die wiederum gezeigt hat, dass es nach wie vor noch Handlungsbedarfe gibt. Und in der Studie wurde auch auf weitere Diversitätskriterien tiefer eingegangen, also praktisch alle, die wir auch heute hier besprechen, die auch in dem intersektionalen Guide vorkommen. Aber ich möchte ein paar Zahlen nennen bezüglich der Schieflagen in Sachen Geschlechterrepräsentation im Fernsehen. Also die Studie, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass es nach wie vor so ist, dass im deutschen Fernsehen, jetzt haben wir ja auch noch die Grafiken dazu, dass nur ungefähr ein Drittel aller Personen, die als Hauptakteure, Hauptakteurinnen im Fernsehen vorkommen, weiblich sind. Wenn wir das ganze Fernsehprogramm, einen repräsentativen Schnitt des deutschen Fernsehprogramms des Jahres 2020 zusammennehmen, also auf jede Frau kommen praktisch 2 Männer als zentrale Figuren auf den deutschen Bildschirmen. Diese Zahl ergibt, also ist der Schnitt ist nicht viel besser, als es vor 4 Jahren davor war.
Und der Schnitt ist praktisch gedrückt. Also wir haben gesehen, dass es beim Bereich Fiktion da durchaus schon Fortschritte gab, aber der Schnitt wurde gedrückt dadurch, dass im Informationsbereich Frauen als Expertinnen sehr selten zu Wort kommen. Also es sind gerade mal ein Viertel, also 26% aller Menschen, die als Experten oder Expertinnen im deutschen Fernsehen zu Wort kommen, sind weiblich. Und das ist weiterhin eine große Schieflage, die sich auch nicht stark verbessert hat seit 2016, 2017. Ja, das ist natürlich etwas, was wir nicht so stehen lassen. Unser Ansatz ist, dass wir die Lösungen auch gleich recherchieren und verbreiten. Und es ist klar, dass es hier umfassende Lösungsansätze braucht. Und im Dialog mit der Branche geht das am besten. Und wir haben auch schon eine ganze Reihe von wirksamen, ausprobierten und wissenschaftlich evaluierten Ansätzen, die hier zu einer Verbesserung, zu mehr Diversität in den Medien führen kann, haben wir recherchiert, auch Beispiele aus anderen Ländern. Und es gibt alles Mögliche, was als Inspiration dienen kann für deutsche Medienschaffende. Und von daher sind wir auch froh, dass wir Teil des Netzwerks sind, die mit den NDR zusammen diesen Guide erarbeitet haben. Denn der Guide, der bündelt die vielen Lösungsansätze, die es schon gibt. Also sowohl für Diversität in den Redaktionen als auch Diversität auf Bildschirmen, vor dem Mikrofon, in den Zeilen der Zeitungen. Und es ist gewissermaßen eine richtige Fundgrube für alle Medienschaffenden, die auf der Suche sind nach guten Lösungen und wie sie es machen können. Und wir freuen uns auch sehr über diese Zusammenarbeit, denn wir sind uns sicher, dass es gibt ja diesen Satz, gemeinsam sind wir mehr als die Summe unserer Teile. Und das hat auch hier unsere Zusammenarbeit ganz klar gezeigt. Und es ist, wie Konstantina später auch noch berichten wird, es wird auch noch weitergehen in Zukunft. Da freuen wir uns auch sehr drauf. Ein erster Schritt, der uns auch sehr am Herzen liegt, da wir sowohl im Bereich Information, also Journalismus, unterwegs sind, aber halt auch im Bereich Fiktion, fiktionales Erzählen, was ja auch eine starke Wirkung hat auf unsere Wahrnehmung der Welt. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir in Zukunft auch den Guide noch erweitern werden und das Thema Fiktion dann auch noch stärker mit aufgegriffen werden wird. Danke, Karin. Ich wollte einfach darauf hinweisen, dass ihr kennt in die SprecherInnen-Ansicht in Zoom besser auch das sehen, alles, was die SprecherInnen hier heute. Sonst wollte ich auch Edith Heidkemper jetzt vorstellen. Sie ist Vorsitzende ProQuote Medien. Das ist ein Zusammenschluss von Medienschaffenden mit dem Ziel, die berufliche Gleichstellung von Frauen im Vergleich zu Männern in Medienberufen zu fördern. Edith. Ja, vielen Dank, Tiponda. Hallo in die Runde. Ich freue mich auch sehr, dass wir von ProQuote Medien mit dabei sind beim neuen intersektionalen Diversity Guide und finde es auch mal ganz wichtig zu betonen, klar setzen wir uns für die Sache der Frauen ein, aber das ist ja in sich schon eine große Diversität und wir sehen uns als Teil des Ganzen und das möchte ich auf jeden Fall betonen, dass Gleichstellung und Diversity sich überhaupt nicht widersprechen, sondern im Gegenteil, das eine Teil des Ganzen ist und andersherum. Wir kümmern uns seit 10 Jahren darum, da wurden wir gegründet, ungefähr nächstes Jahr werden es 10 Jahre, dass mehr geguckt wird auf Frauen in Führungspositionen, um halt für mehr Diversity und mehr Gleichstellung zu sorgen. Und da will ich aber mal ganz kurz kursorisch über unsere Studien gehen, weil wir haben immer gesagt, man muss zählen, man muss überhaupt die Zahlen vor Augen haben, um überhaupt zu sehen, wie sieht es denn aus in der Medienlandschaft. Und leider sieht es dann noch nicht gut aus. Also wir sind die Hälfte, wir wollen die Hälfte, so unser Slogan bei ProQuote Medien, aber gerade bei den Regionalzeitungen sieht es noch ganz schlimm aus. Das war unsere Studie im vergangenen Jahr. Da gibt es bei den Chefredakteurinnen in Regionalzeitungen 10,2%, also jede zehnte ungefähr ist eine Frau und der sehr, sehr groß überwiegende Anteil, das sind männliche Chefredakteure. Da sieht es noch ganz schlimm aus. In den anderen Mediengattungen sieht es schon etwas besser aus für Frauen in Führung. Wir machen jedes halbe Jahr machen wir eine Zählung von großen Leitmedien im Printbereich und Online-Bereich. Und da will ich auch nur mal ein paar hervorgreifen, aber
Da schaffen die 50%, also die Parität hat es nur die Taz geschafft. Der Stern war schon mal bei der Parität, ist jetzt aber auch im vergangenen Jahr, in diesem Jahr im Juli wieder gesunken auf 47% Frauen. Und bei vielen anderen sieht es einfach viel schlimmer aus. Also wenn man sich anguckt, die Bild 24%, die Welt 21,7% Frauen. Und das ist also ein Fünftel Frauen in Führungspositionen, das zeigt nicht Diversität und zeigt auch lange keine Gleichberechtigung. Da müssen wir noch sehr viel tun. Unsere nächste Untersuchung bei Frauen und Chefinnen in deutschen großen Medien kommt jetzt im Januar heraus, also in 2 Monaten. Und wir schauen auch wieder nochmal neu auf Chefin im Rundfunk- und Fernsehbereich. Da machen wir eine große Studie, die im Februar herauskommen wird, weil auch da sieht es nicht gut aus für Frauen in Hierarchiestufen. Also unsere letzte Rundfunkstudie hat gezeigt, dass auch nur wenige Medienhäuser es geschafft haben, schon für Gleichberechtigung in der Hierarchie zu sorgen. Da war die Deutsche Welle und der RBB, aber viele andere eben nicht. Und Frauen sind da wirklich unterrepräsentiert, gerade auch bei den privaten Sendern wie RTL oder ProSieben oder auch den anderen öffentlich-rechtlichen Sendern, höchstens ein Drittel Frauen in Führung. Das ist einfach zu wenig. Da müssen wir was für tun und wir setzen uns ja ein von Pro Quote Medien für Frauen und Diversität. Das sind Frauen in Führungspositionen, auch Frauen mit Behinderung, Kolleginnen mit Einwanderungsgeschichte, queere Journalistinnen und so weiter. Also insofern finden wir es toll, dass jetzt hier mit dem neuen Diversity Guide nochmal wieder eine Möglichkeit mehr gegeben wird in den Redaktionen, in den Medienhäusern, ganz konkret, ganz praktisch die Diversität vorwärts zu bringen. Und da sind wir gerne dabei und freuen uns über die Initiative der neuen deutschen Medienmacherinnen und hoffen, dass es auch weiter und lange vorwärts geht. Vielen Dank. Danke, Edith. Und jetzt kommt auch die Juditha Smikowski. Sie ist Projektleiterin bei leitmedien.de und Leitmedien setzt sich für die klischeefreie Berichterstattung zu behinderten Menschen ein. Juditha. Ja, hallo. Leitmedien ist auch ein Teil des Berliner Vereins Sozialheldinnen. Wir setzen uns ein für Inklusion on und offline, für Barrierefreiheit on und offline mit verschiedensten Projekten. Leitmedien ist nur eins davon. Und wir kommen jetzt auch zum Thema Behinderung. Behinderung ist auch ein Aspekt von Diversität, der häufig hinten überfällt. Deswegen wollen wir es heute auch nochmal, oder sind wir dabei und haben einfach auch diesen Platz hier eingenommen und wollen auch auf Zahlen eingehen, die ich gleich zeigen werde. Die neuen deutschen MedienmacherInnen haben ja eine Studie herausgebracht vor nicht allzu langer Zeit. Da ging es eben um die Sichtbarkeit von Menschen mit Vielfaltsmerkmalen in großen deutschen Nachrichtenmagazinen im TV. Und hier sieht man die Zahl 0,7% von Menschen mit sichtbarer Behinderung. Das muss man natürlich auch immer unterteilen in sichtbare Behinderungen und auch unsichtbare bzw. chronische Erkrankungen. Die gibt es ja auch, aber hier wurde eben die sichtbaren Behinderungen untersucht und das sind 0,7%. Und diese 0,7% kamen auch nur dadurch zustande, dass die Paralympics liefen. Das heißt, behinderte Menschen, das kann man wirklich so sagen, finden quasi gar nicht statt, außer sie sind SportlerInnen und sind gerade Teil der großen Wettkämpfe. Das müssen wir natürlich ändern, also einmal inhaltlich. Wir müssen wirklich auch verstehen, dass Menschen mit Behinderung WählerInnen sind, PolitikerInnen, Interessen haben, dass wir die Verkehrswende, die Klimakrise, all diese großen Themen, die sowieso stattfinden in der Berichterstattung, eben auch aus dem inklusiven Aspekt raussehen können. Aus dem Blickwinkel von behinderten Menschen, weil sie eben Teil der Gesellschaft sind. Das ist natürlich auch in den Redaktionen dann der Fall, dass sie dort auch fehlen. Und wenn sie da sind, wenn sie sehr rar sind und da sind, dann haben sie auch eher die Aufgabe, die Berichterstattung zu Behinderung so ein bisschen auch zu betreuen und nochmal zu gucken, ob das alles so läuft, wie es sein sollte. Da wollen wir natürlich auch von wegkommen. Wir wollen Journalistinnen mit Behinderung ermutigen, ganz, ganz viele andere Themen auch natürlich zu beackern und einfach die Wahlfreiheit zu haben in den Medien.
Eine andere Zahl, die ich noch mitgebracht habe, ist auch die Sichtbarkeit im TV. Das kann man immer auf tvfüralle.de jede Woche nachgucken. Und hier ist einmal für die letzte Woche exemplarisch die Barrierefreiheit auch im TV zu sehen. Das heißt, 36% der letzten Woche gab es Untertitel im deutschen Fernsehen, aber nur 5,5% Audiodeskription. Also da wurde beschrieben im Tatort oder in anderen Sendungen, was zu sehen ist für blinde Menschen. Das ist natürlich ein sehr, sehr verschwindend geringer Teil. Da muss man auch wissen, dass natürlich die Öffentlich-Rechtlichen dazu verpflichtet sind, barrierefrei zu sein, die privaten Sender eher noch nicht. Das heißt, hier gibt es auch noch sehr, sehr, sehr großen Verbesserungsbedarf. Also insgesamt sind wir auf drei Schienen unterwegs. Einmal die Sichtbarkeit bei der Protagonistinnenauswahl, dann die Besetzung natürlich von Journalistinnen mit Behinderung, aber auch die Barrierefreiheit in den Ausspielwegen. Das sind drei Pfeiler, auf denen wir weiterarbeiten und die wir natürlich auch im Guide ansprechen. Und nicht zuletzt natürlich auch so ein bisschen die vierte Sache ist das Empowerment von behinderten Journalistinnen natürlich auch selber, dass wir immer noch mehr Nachwuchs bekommen. Soweit von mir. Danke, Judita. Und jetzt wir schauen nach Queer Media Society und die sind von Melina Seiler vertreten. Melina ist freie Journalistin, meist beim Bayerischen Rundfunk. Sie ist auch Autorin und Speakerin und sie schreibt und spricht zu gesellschaftlicher Vielfalt, Feminismus, LGBTQIA+, Diversitätsbewusstsein und Antidiskriminierung. Melina. Vielen Dank für die Vorstellung. Genau, du hast es schon gesagt, ich spreche jetzt über die Perspektive von queeren Menschen und queeren Themen und da ist es leider auch so, dass fehlende Kenntnisse, Perspektiven und Sensibilitäten die Berichterstattung über queere Menschen prägen und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass bei Transpersonen ja in den Medien noch häufig die Frage gestellt wird, also diesen Transpersonen dann ja zu ihren Geschlechtsteilen, die Cis-Personen so nie zu hören bekommen würden. Und das wird auch deutlich, wenn zum Beispiel lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen zu einer homogenen Gruppe vermengt werden und dann auch Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung durcheinander geworfen und verwechselt werden. Oder beispielsweise, wenn der CSD als Schwulenparade bezeichnet wird, dabei fallen da ja alle anderen Gruppen und Personen hinten runter, also Lesben, bisexuelle, nicht-binäre Menschen und noch viele andere. Und zudem ist es ein Problem, dass queere Themen nach wie vor viel zu häufig als Nischenthemen abgetan werden. Dabei gibt es ja große Missstände für queere Personen, also zum Beispiel in der Familien- oder in der Gesundheitspolitik. Und da könnte man sich dann Fragen stellen, beziehungsweise sollte man sich auch Fragen stellen, wie beispielsweise, wie schwer haben es lesbische Mütter oder wie sehr leiden Transpersonen zum Beispiel unter der Gesetzgebung? Und wer nimmt sich denn dann auch diese Zeit, mit diesen Menschen zu sprechen, zuzuhören, Missstände zu recherchieren und auch fachlich kompetent aufzuarbeiten? Und da muss man sagen, das passiert aktuell leider viel zu selten und wenn es passiert, auch oft sehr oberflächlich. Und in dem Zusammenhang darf man sich in Redaktionen auch durchaus noch anhören, wen interessiert denn das oder das betrifft auch nur so wenige Menschen oder sogar, das ist doch Identitätspolitik und das ist natürlich so alles falsch, weil man kann schon sagen, dass LGBTIQ+ auf jeden Fall auch eine Art Fachgebiet ist und dass es da ja häufig um nichts Geringeres als Menschenrechtsthemen geht und die Missstände reichen ja tief rein bis in die Gesellschaftsstrukturen. Und guter Journalismus erkennt das und nimmt das ernst und berichtet darüber. Und ja, unter anderem das wollen wir in diesem Guide zeigen und erklären. Und auch ich möchte jetzt nochmal ganz konkret auf Zahlen schauen. Es ist nämlich so, dass mindestens 11% der in Deutschland lebenden Menschen sich als lesbisch, schwul, bisexuell, pansexuell, asexuell oder etwas anderes als heterosexuell bezeichnen. Zudem kam nämlich eine Studie, zu dem Ergebnis kam nämlich eine Studie in diesem Jahr. Und laut der gleichen Studie bezeichnen 3% der Menschen in Deutschland ihre Geschlechtsidentität als trans, nicht binär, genderfluid oder in irgendeiner anderen Weise als nicht cisgeschlechtlich. Und obwohl das ja echt nicht wenige Menschen sind, spiegelt sich das ja so leider in den Medien nicht wieder. Wir haben ja eben schon von der Studie gehört der Uni Rostock in Zusammenarbeit mit der Malisa-Stiftung. Und da wurden 2020 beispielsweise
0,9% homosexuelle und 1,3% bisexuelle Menschen in fiktionalen TV-Produktionen gezählt, also insgesamt 2,2, obwohl es ja eben mindestens diese 11% der Menschen in Deutschland sind, die nicht heterosexuell sind. Also das ist ja auch eine große Lücke und ein großer Unterschied. Und ja, in anderen Medienbereichen wird es kaum anders ausschauen. Und auf Basis dieser Zahlen empfehlen wir daher eine flexible Quote von durchschnittlich 10% für queere Themen in den Medien allgemein und für fiktionale queere Charaktere. Genau, und weil queere Menschen häufig nur als solche sichtbar sind, wenn sie sich selbst zum Coming-out entscheiden, ist diese Quote ja eben für die queeren Themen und die fiktionalen Charaktere und für ein Personal aktuell ja nicht umzusetzen, weil das eben ja mit dem Coming-out auch gebunden ist. Genau, das war's von meiner Seite aus. Danke, Melina. Und ich wollte auch darauf hinweisen, dass wir Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland hier auch dabei haben und er kann auch eure Fragen beantworten. Markus, du bist noch da, oder? Ja, okay, cool. Und jetzt gebe ich auch weiter an Konstantina wieder. Also Karin hat es auch schon angedeutet zu Beginn. Ich will jetzt nicht lange erzählen, aber kurz darauf hinweisen, dass es das mit unserer Zusammenarbeit nicht war. Also es ist jetzt nicht irgendwie der Diversity Guide online und der bleibt jetzt so und wir verabschieden uns wieder, sondern wir machen weiter. Also zum einen wird der Guide irgendwie laufend überarbeitet, vervollständigt. Wir sind glücklich über Feedback, auch Kritik, wenn da irgendwas fehlt oder sich irgendwas anders sehen. Und diese Webseite wird, sie ist jetzt im Moment nur barrierefrei in dem Sinne, dass die Kontraste stimmen, dass sie gut zu lesen ist, dass sie gut auszulesen ist. Wir werden im kommenden Jahr aber auch Gebärdensprachvideos dazu setzen und produzieren. Wir werden die Teile, die wir können, in leichte und einfache Sprache übertragen, sodass sie eben auch für Menschen lesbar ist, die oder begreifbar ist, die leichte und einfache Sprache brauchen. Also wir machen sie richtig barrierefrei. Wir bieten auch gemeinsame Blattkritiken an, und zwar wirklich gemeinsame Blattkritiken. Also nicht nur, es ist nicht nur so, dass wir dann kommen und dann kommt Jutta irgendwie eine Woche später und erzählt was über ihre Themen, sondern wir kommen gemeinsam und packen sozusagen das Thema auf eine intersektionale Art und Weise an. Und die sind natürlich umsonst, auch finanziert von Google News Initiative. Sie können sich bei uns melden. Wir haben ein Diversity Festival vor, eigentlich schon seit einem Jahr, aber mussten das immer wieder absagen wegen Corona, weil wir unbedingt ein Präsenzfestival wollen. Und wir hoffen sehr, dass es im kommenden Jahr klappt. Es gibt Interesse von anderen Journalistinnen und Organisationen weltweit, die an dem Guide interessiert sind. Wir planen also eine Übertragung auf andere Länder und eine Verbreitung weltweit. Und natürlich werden wir auch weiter zusammenarbeiten, kooperieren, Ideen entwickeln. Kurz, also da kommt noch echt viel mehr. Wir haben in einem halben Jahr mit 5 Organisationen diese intersektionelle Überarbeitung geschafft. Was denken Sie, was wir im ganzen Jahr hinbekommen? Es wird viel sein. Danke, Konstantina. Ich wollte nur fragen, ob es Fragen gibt schon in die Chat-Funktion oder ob es jetzt Fragen gibt an die, ja, die SprecherInnen hier. Weil ich habe jetzt hier wieder eine Frage, das weiß man, wie viele Stunden mit Gebärdensprachdolmetschung es gab. Das ist eine Frage von Melissa. Melissa Wessel, sie ist von die Deutsche Gehörlösen Zeitung. So, vielleicht kann man das beantworten, ob es Zahlen dazu gibt. Bei TV für alle, ich glaube, darauf bezieht sich ja die Frage, wird Gebärdensprache noch nicht angezeigt, da es natürlich noch sehr wenig gibt, also verschwindend gering deutsches Fernsehen mit Gebärdensprache, also vornehmlich natürlich Phoenix, ne, wo es dann die Nachrichten in Gebärdensprache gibt. Deswegen wird das noch nicht angezeigt, aber ist in Planung, das auch auszurollen. Und wenn es weitere Fragen gibt, kann man auch sich per Wort melden. Es muss nicht in der Chat sein. Dann würde ich gerne eine Frage stellen, beziehungsweise erstmal ein Lob an Sie alle aussprechen für die viele Arbeit, die in diesem Guide steckt.
Jetzt allein in dem ersten Überblick. Ich freue mich wirklich sehr drauf, ihn zu studieren. Ich bin seit langem Follower der neuen deutschen Medienmacher und finde die Arbeit phänomenal. Kurz zu mir, ich bin die Gründerin der Relevanzreporter in Nürnberg. Wir erfinden gerade den Lokaljournalismus in Nürnberg, aber eigentlich als Pilotprojekt für ganz Deutschland neu. Zukunftslösung und vor allen Dingen auch gemeinwohlorientiert. Wir sind gemeinnützig und wollen letztlich dafür sorgen, dass wirklich alle Teile unserer Stadtgesellschaft wieder zueinander finden und eben nicht mehr gegeneinander arbeiten, Verständnis füreinander schaffen und damit die Toleranz langfristig fördern. Die Frage, die ich habe, ich bin gerade, wie gesagt, im Aufbau meines Startups. Ich bin selber die deutsche Kartoffel, wenn man so möchte. Mir ist dieses Thema aber in jeglicher Hinsicht extrem wichtig und ich fände es phänomenal toll, wenn ich hier an eurer Stelle, in dieser Runde hier vielleicht Unterstützer finde, Sparringspartner, die ich womöglich mal beim Aufbau meines Startups anrufen kann, um mir dieses Thema eben nicht nur wie ein Fähnlein eben draufzuschreiben, sondern da wirklich Input von euch zu bekommen. Wer auch immer da für Rat und Tat zur Seite stünde, den ich dann, wenn wir jetzt in der Entwicklung sind, mal anrufen kann, ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Es gibt eine Mailadresse auf der Seite, hallo@mediendiversität.de. Da können Sie alle hinschreiben. Noch mehr Fragen? Kann ich vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen erzählen, weil das jetzt, nachdem wir alle erzählt haben, so wirkt, als würden wir uns wirklich nur mit diesen Themen befassen. Das stimmt nicht. Also wir gehen da schon viel weiter. Im Guide sind viele, viele andere, auch intersektional gesehen, wichtige Themen drin. Also beispielsweise, warum sitzen genauso wenig ostdeutsche KollegInnen in den Führungsetagen wie solche mit Migrationshintergrund oder auch noch weniger als Frauen? Es fehlen ja eben so JournalistInnen aus armen Familien oder solche, die formal weniger gebildet sind, aber die Familien in den Redaktionen oder Frauen ab 50. Wer da nicht schon Chefin ist, hat ganz schlechte Karten als Freie zum Beispiel. Also wir sind nicht beschränkt jetzt auf unsere Themen, die quasi mit unseren Organisationen verbunden werden, sondern wir gucken auch schon darüber hinaus. Wenn es keine Frage jetzt gerade gibt, ich weiß nicht, ob Konstantina oder die anderen SprecherInnen wollten auch was sagen zu Quote oder Quoten. Wer das unterstützt und warum oder wo es Sinn macht, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Sonst kann man jederzeit sich mit einer Frage reinquetschen. Also ehrlich gesagt waren wir hundertprozentig sicher, dass irgendwelche Fragen zur Quote kommen, spätestens wenn Melina und Julia über die Quoten sprechen. Es keine Wortmeldung gibt, kann ich kurz dazu berichten, dass wir als Neue Deutsche MedienmacherInnen weiterhin 30% fordern als eine freiwillige Selbstverpflichtung bis 2030 für JournalistInnen mit Migrationshintergrund, mit Rassismuserfahrungen, mit Einwanderungsgeschichte. Zum einen, weil es der Gesamtgesellschaft entspricht, weil bei Menschen mit Migrationshintergrund oder Einwanderungsgeschichte keine kleine Minderheit in Deutschland sind. Sie sind höchstens in den Redaktionskonferenzen eine kleine Minderheit und das wird Zeit, dass sich das ändert. Und auch weil wir wissen, und dazu kann mehr, Karin irgendwie ist da Fachfrau, dass Quoten einfach ein Mittel sind, das wirkt. Die anderen wirken nicht. Quoten sind transparent, Quoten haben eine Auswirkung, die messbar ist, Quoten sind transparent. Also ich weiß, dass viele irgendwie dagegen sind, auch bei uns im Verein, vor allem junge KollegInnen, die sagen, ich will auch nicht über eine Quote in der Redaktion, aber je älter die Leute werden, ist meine Erfahrung, desto eher wird klar, dass es eben manchmal doch Quoten braucht, weil sich sonst nichts bewegt. Vielleicht willst du, Karin, irgendwie zu der Evidenz sprechen. Ja, wir machen ja viel Recherchen zum Thema, was funktioniert jetzt wirklich, um mehr Diversität zu erreichen. Und es ist tatsächlich so, wie du es eben beschrieben hast, Konstantina, dass also es gibt ja verschiedene Ansätze, aber nicht alle Ansätze sind dann in der Praxis tatsächlich wirksam. Und bei Man kann es Quoten nennen, man kann es auch konkrete Zielsetzungen nennen mit einem festen Zeitrahmen, wie auch immer man es nennen will. Die Tatsache ist, dass häufig
andere Wege, um mehr Repräsentation und mehr Gerechtigkeit, also sowohl in den Redaktionen als auch auf Bildschirmen und Leinwand vom Mikrofon zu erreichen, dass da häufig so viele unbewusste Vorurteile von Menschen, die wir alle in uns tragen, das, was man im Englischen als unconscious bias bezeichnet, dass wir da alle so viel mit uns rumschleppen, dass es manchmal nur mit dem reinen guten Willen sozusagen nicht funktioniert. Und das, was dann aber gut funktionieren kann, ist, dass wir uns einen Rahmen geben, gewissermaßen Leitplanken, um nicht vom rechten Wege abzukommen. Und sowas ist zum Beispiel eine Quote oder eben eine Zielsetzung, eine Selbstverpflichtung, die uns dabei hilft, wirklich das zu erreichen, wo wir hinkommen wollen. Nämlich, dass die Medien, also sowohl die Menschen, die in den Medien arbeiten, als auch dass die Menschen, die uns von den Medien gezeigt werden, tatsächlich auch unserer Gesellschaft entsprechen und nicht bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden, wie es bis heute ja noch zum Teil der Fall ist. Also von daher eine Quote und auch eine Transparenz, also eine sozusagen die Selbstverpflichtung, das auch öffentlich zu machen, was man sich vorgenommen hat und da auch regelmäßig Bericht zu erstatten, also ein Monitoring, ein regelmäßiges Messen des Fortschrittes ist da auch wichtig. Das haben wir jetzt ja auch gesehen mit der Studie der Uni Rostock zum Thema Fernsehen. Da hat sich ja auch dank dieser Folgestudie gezeigt, wo es Veränderungen gab und wo auch noch nicht und wo noch was getan werden muss. Also von daher ist das etwas, was auf jeden Fall ein wirksamer Weg ist, um wirklich mehr Diversität zu erreichen. Danke, Karin. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Konstantina hat was geschrieben in der Chatfunktion, just in case jemand das nicht gesehen hat. Sie schreibt, in der Fachsprache heißen Quoten positive Maßnahmen. Und sonst wollte ich auch einfach Judita, Melina, ja, eventuell und Edith, wenn ihr was ergänzen könnt, könnt ihr das jetzt machen zu dieser Frage auch. Edith wollte was sagen, ja. Ich wollte dazu nochmal sagen, wir heißen ja Pro-Quote Medien und wir merken seit vielen Jahren, wie sehr natürlich so ein Name auch triggert, aber es funktioniert nicht ohne Quote. Also dieses, ja, wir machen das freiwillig, das sehen wir immer wieder, es geht einfach nicht. Und wenn wir es einfach wirklich Selbstverpflichtung oder freiwillige Vereinbarungen nennen, aber wirklich vergleichbar mit verschiedenen Medienunternehmen, sowohl für Diversität, Einwanderungsmenschen, für Frauen, für was auch immer. Aber man muss es vergleichbar machen und man muss sich auch gegenseitig da anspornen können, um zu sagen, ja, wir haben es geschafft. Und das kann man mit Hilfe dieses Instruments Quote machen, was sich immer blöd anhört, aber ohne geht das einfach nicht. Also nennen wir es doch wirklich einfach Zielsetzung, die wir als Medienunternehmen haben und als Redaktionen oder als Menschen, die die Diversität einfach fördern wollen. Und dann klappt das mit der Zielsetzung. Aber wenn wir es nicht benennen, dann haben wir auch nichts gewonnen. Dann funktioniert es nicht. Danke. Judita oder Melina? Wenn es... Es gibt eine Frage. Vielleicht ziehen wir die vor. Ah ja, können wir das vorziehen? Das habe ich nicht gesehen. Ist das eine Voltmeldung oder? Genau, ich wollte eine Frage stellen. Hi, hier ist Sissi Pizza vom Bayerischen Rundfunk und ich bin ja auch im Vorstand vom Journalistinnenbund. Mich würde jetzt als Journalistin interessieren, das Thema Frauen in den Medien haben wir ja jetzt gerade von der Marissa-Stiftung und auch von Edith von Pro Quote gehört, ist ja relativ gut schon abgedeckt dadurch, dass wir tatsächlich angefangen haben zu zählen, auszuwerten und von daher einfach auch was vorzuweisen haben. Und es dauert zwar lange, aber ich habe schon den Eindruck, dass das so langsam wirkt. Also wie gesagt, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen für Parität, was Frauen und Männer betrifft, aber es beginnt deutlich zu wirken. Das Thema Diversität, also sprich, Konstantina, was du gerade gesagt hast, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, mit Rassismuserfahrung, mit Migrationshinter- oder Vordergrund, ist ja nochmal ein Thema, finde ich, was wahnsinnig wichtig ist, weil es unsere Gesellschaft sehr, sehr stark bestimmt und in den Medien tatsächlich noch viel deutlicher unterrepräsentiert ist als das Thema Frauen. Gibt es denn da schon Ideen, nachdem wir festgestellt haben, Zahlen wirken, Zählen wirkt? Gibt es denn schon Ideen oder Ansätze, wie man so etwas auch dann darstellen kann, um die Medienunternehmen damit zu konfrontieren? Denn bei Diversität ist es ja sehr viel schwieriger.
Männlein, Weiblein ist bei den meisten, nicht bei allen, aber bei vielen noch relativ leicht zu erkennen. Das Thema Migrationsvordergrund, finde ich, ist sehr schwierig, weil es natürlich eine Reihe von MitbürgerInnen gibt, denen man das einfach ansieht, aber es gibt halt auch ganz viele, denen man es nicht ansieht. Und wir können uns ja nicht auf die Sichtbaren konzentrieren. Also das finde ich so eine ganz wichtige Überlegung und mich würde interessieren, wie weit ihr da schon gediehen seid, um dann eben diesen Diversity Guide eben auch tatsächlich in die Praxis zu bringen. Gibt es da schon Überlegungen? Konstantina? Ja, wir haben im Guide eben verschiedene Wege beschrieben. Es gibt ja, und das zeigen wir im Guide ja auch, es gibt ganz viele Länder wie Großbritannien, USA, Kanada, die gezeigt haben, dass eben positive Maßnahmen auch zur Förderung in Großbritannien nennt man es irgendwie BAME, also Black Asian Minority Ethnics, also von Menschen möglich ist, denen man nicht immer ansieht, zum Beispiel, dass sie Rassismuserfahrungen gemacht haben. Das geht zum einen über anonymisierte Umfragen, wir haben das beschrieben im Guide, also wie die funktionieren können, was man beachten muss. Citizens for Europe arbeitet daran, zum Beispiel das zu machen für Berliner Landesbetriebe. Also es ist möglich, es gibt Wege, das abzufragen, also zum einen das zu erheben, zum anderen aber auch positive Maßnahmen dafür einzusetzen. Und die sind ja schon erprobt. Das ist ja nicht so, dass das noch nie jemand gemacht hat auf der Welt, sondern es gibt das eben zum Beispiel bei der BBC, bei anderen britischen Sendern. Und wir beschreiben das, was für Deutschland sozusagen anwendbar ist. Und es geht über anonymisierte Abfragen. Und die Quote bedeutet ja nicht nur eine Freiwilligkeit in den Häusern, sondern es bedeutet auch, dass die Menschen, für die diese Quote gilt, die freiwillig in Anspruch nehmen. Ich werde nicht gezwungen, über eine Quote irgendwo reinzukommen. Aber ich kann versuchen, oder ich habe die Möglichkeit, den Nachteil, den ich bislang habe, ausgleichen zu lassen. Es geht ja auch nicht darum, irgendwelche Leute zu bevorteilen oder sowas, sondern es geht darum, Leute, die bisher benachteiligt sind, diesen Leuten gleiche Chancen zu ermöglichen und nicht darum, denen irgendwie irgendwelche Vorteile zuzuschanzen, sondern um den Ausgleich von Nachteilen. Und das kann man in Anspruch nehmen, muss man aber nicht. Okay, danke, Konstantina. Wir haben noch eine Frage hier von Nadia Stein. Das ist in die Chatfunktion. Was kann man tun, wenn verschiedene Gruppen in Diskussionen sozusagen gegeneinander ausgespielt werden? So nach dem Motto, wäre mal die Frauenbeteiligung so unterstützt worden, wie zum Beispiel derzeit die Rassismusdiskussion. Was würden Sie darauf entgegen? Ich weiß nicht, wer dann zuerst sich melden will. Also vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, dass unsere Runde so ein bisschen deswegen entstanden ist. Wir wollen uns nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen. Wir haben gemerkt, dass zum Beispiel bei Blattkritiken, wenn wir da waren, also die deutschen MedienmacherInnen oder bei Redaktionsgesprächen oder Sitzungen oder was immer wieder hieß, ja, wenn wir über den Mangel an Menschen mit Einwanderungsgeschichte gesprochen haben, dann wurde uns gesagt, ja, aber wir machen doch schon ganz viel für Frauen und für Menschen mit Behinderung, da können wir doch nicht auch noch jetzt wegen Rassismus noch einen Schwerpunkt haben und die Frauen und die anderen, die sind ja auch wichtig und ich war nicht dabei, aber ich habe gehört, dass es anderen eben auch so ging. Denen wurde dann gesagt, ja, aber wir haben schon ein ganz neues Programm für Leute mit Migrationshintergrund und da konzentrieren wir uns jetzt erstmal drauf und dann kommt ihr und so und damit ist es jetzt vorbei, liebe Kolleginnen. Also das funktioniert nicht mehr. Wir arbeiten zusammen und lassen uns eben nicht mehr gegeneinander ausspielen. Gibt es Ergänzungen in der Runde? Ja, ich möchte vielleicht noch mit einem Zitat von Audre Lorde ergänzen, die ja gesagt hat, there is no such thing as a single issue struggle because we don't lead single issue lives. Also es ist ja nicht so, dass es auf der einen Seite die Frauen gibt, auf der anderen Seite die Menschen mit Migrationshintergrund und Rassismuserfahrung, auf der anderen Seite die Behinderten, sondern es gibt ja natürlich Überschneidungen innerhalb der Leben der Menschen. Von daher macht es auch überhaupt keinen Sinn, das separat zu denken. Danke. So, gibt es, wenn es noch gibt, ich weiß nicht, ob es Fragen gibt, Hände, ich sehe keine Hände hier, leider. So. Oh, woher kommt das Zitat? Kommt von Audre Lorde. Das hat Karin schon gesagt. Und Audre Lorde hat auch in Berlin gelebt. Man kann wirklich sie googeln. Es gibt sehr vieles über ihr Leben. Und sie ist leider gestorben. Aber trotzdem kann man vieles über sie erfahren im Netz auch. Gibt es noch mehr, vielleicht weitere Themen, die man auch hier ansprechen kann in der Runde, wenn es keine weitere Frage gibt oder Kommentare. Im Chat noch gibt es eine Frage,
Vielleicht Malin, kannst du mich darauf hinweisen, wo die Frage liegt? Ich bin jetzt, es rutscht immer nach oben, so ich kann nicht alles sehen. Aber Malin macht unsere technische Assistenz. So. Ja, die Frage ist etwas weiter oben um 11.43 Uhr gestellt worden. Und da geht es darum, dass ihn interessieren würde, wie Sie die Aussagen der Teilnehmenden aus der Veranstaltung des Bundesamts für Diskriminierung, Vielfalt im Film, nee, Vielfalt im Film wie im Leben bewerten. Ich weiß nicht mehr dazu. Ja, gibt es was zu sagen? Da müsste das Zitat vielleicht nochmal wiederholt werden, ne? Weil wir natürlich nicht wissen, worum es geht. Ja, hat jemand denn das Zitat? Ich habe das nicht bei mir, leider. So, ich kann das nicht wiederholen, aber wenn es jemand gibt in der Runde, der das hat, oder ja, dann kann man das auch wiederholen. Okay, ja, dann weiß ich nicht, ob wir zum nächsten Thema gehen sollen oder was ergänzen. Ja, es gibt was hier. Es ist eine Diskriminierungsstelle des Bundes. Okay, vielleicht Abdullah Erdogan, Apo Erdogan, kannst du vielleicht dich zu Wort melden? Ja, habe ich das Mikro anbekommen? Entschuldigt, ich dachte, vielleicht haben hier, dass die Veranstaltung verfolgt. Da wurde Frau Schliesinger, also die RBB-Intendantin und zukünftige Vorsitzende des DAAD, dazu befragt, ob es jetzt bald die Quote kommen wird. Und da gab es Diskussionen dazu und ich wollte eigentlich, da wurde nicht was Klares gesagt, aber ich glaube, vielleicht könnt hier die Teilnehmenden da so eine Tendenz rauslesen. Also wie gesagt, es ist wirklich eine Frage, weil ich da keine Tendenz rauslesen konnte. Ich wusste jetzt nicht, wird sie das irgendwann mit Ja beantworten oder mit Nein, die Quote, also die freiwillige Quote natürlich. Genau. Und dann in der Hoffnung, dass hier jemand das vielleicht mitverfolgt hat, die Veranstaltung. Ja, ihr habt das gehört. So, ich weiß nicht, Konstantina, Karin, Edith, weiß ich nicht, wer sich so, oder ja, die anderen SprecherInnen auch. Ich weiß nicht, ich glaube, keine von uns ist eine gute Freundin von Patricia Schlesinger und weiß, was in ihrem Kopf vorgeht. Also. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein kleines technisches Problem. Meine Internetverbindung ist nicht sehr stabil, deshalb fliege ich zwischendurch ab und zu raus und habe jetzt leider auch die letzte Frage nicht ganz mitbekommen. Ich kann vielleicht was dazu sagen. Also Patricia Schlesinger ist ja Mitglied bei ProQuote Medien und insofern weiß ich, dass sie da sehr für die Quote ist. Die Umsetzung ist natürlich immer relativ schwierig, aber ich weiß, dass auf jeden Fall sehr auf die Frauenquote geguckt wird beim RBB. Wie das insgesamt mit einer Diversitätsquote aussieht, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass sie sehr sensibel ist für dieses Thema und da sehr eigentlich auf Diversität guckt und gerade in puncto Frauen mit großem Engagement immer in den letzten Jahren auch schon dafür gesorgt hat, dass in den Hierarchien im Rundfunk Berlin-Brandenburg viele Frauen dabei sind. Und wir untersuchen das Thema ja auch in unserer neuen Studie, die jetzt im kommenden Februar herauskommen wird. Und dann sehen wir anhand der neuen Zahlen, ob sie da ihr Versprechen, also viele Frauen auch wirklich in Führung zu holen, so einsetzen kann. Aber ich kann das, wie gesagt, von ProQuote Medien nur auf die Frauenfrage hin sagen, wie das insgesamt auf Diversität hin ausgerichtet ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch zumindest sensibel dafür ist. Aber zu dem, was sie da konkret gesagt hat in der Situation, kann ich natürlich nichts sagen. Das habe ich, da war ich auch nicht dabei. Danke, Edith. Wir haben noch eine Meldung von Sissy Pizza, wenn genau. Ich den Namen richtig ausspreche. Vielleicht. Ja, mach doch, genau. Ich kann noch ergänzen, da ich ja für die ARD arbeite, also der RBB ist mit Abstand die Anstalt innerhalb der ARD oder überhaupt der Öffentlich-Rechtlichen,
die am meisten Frauen in Führungspositionen hat. Sie waren, glaube ich, sogar mal bei knapp über 50%. Ich meine, das schwankt natürlich auch immer ein bisschen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das dort tatsächlich funktioniert und läuft, weil nicht erst Patricia Schlesinger, sondern auch ihre Vorgängerinnen sich da wirklich drum gekümmert haben. Was das Thema Diversität betrifft, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Und ich wollte noch mal eine allgemeine Frage stellen, wahrscheinlich vor allem Richtung Konstantina, aber eigentlich auch an die anderen Beteiligten. Die neuen deutschen MedienmacherInnen haben ja im Frühjahr schon den gedruckten Diversity Guide herausgegeben. Damit seid ihr ja auch durch einige Redaktionen getourt. Und was ich so mitbekommen habe, war die Resonanz ja wohl recht positiv. Was gibt es denn für eine Strategie oder gibt es schon eine Strategie oder können wir die auch gemeinsam entwickeln, wie man jetzt mit diesem erweiterten Diversity Guide umgeht, wie man den tatsächlich nicht nur ins Netz stellt, sondern eben auch dahin bringt, wo er dringend notwendig ist, in die Redaktionen, wie man Handreichungen daraus machen kann. Also was habt ihr euch da schon überlegt oder das würde mich einfach noch interessieren. Wir haben da noch keine echten Pläne gemacht, weil die Pläne, die wir mit dem Diversity Guide, mit dem gedruckten Handbuch hatten, da gab es irgendwie echt eine Menge Kritik, weil viele Leute fanden, ja, aber das muss doch öffentlich zugänglich sein und wieso gibt es nicht eine Chefredaktion und so, solche Dinge. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das öffentlich zugänglich und zwar in einer international überarbeiteten Fassung. Und das ist sie ja jetzt. Also erfahrungsgemäß gibt es aber da von alleine ziemlich viel Feedback. Also zum einen, weil es sicherlich noch Fragen gibt, weil wir immer nur allgemein aufschreiben können, was gilt, aber nie ganz speziell auf eine Redaktion hin irgendwie wirklich erklären können und ausführen können, wie es zum Beispiel besser geht, irgendwie, wenn man in der redaktionellen Arbeit Mechanismen verändern will oder so. Also wir haben dafür noch keine Strategie. Ich glaube allein daran, dass sich 120 Menschen für dieses Pressegespräch angemeldet haben, lässt sich vielleicht ein bisschen erkennen, dass wir gar nicht so eine ausgeklügelte Strategie brauchen, sondern dass es daran wirklich fehlt und viele interessiert sind daran. Danke, Konstantina. So, was ich sehe, wir haben keine neuen Meldungen gerade. So, ich wollte nur euch darauf hinweisen, dass ihr könnt auch euch zurückmelden per E-Mail oder Kommentare, was schicken hat. Das ist die E-Mail hello@mediendiversität.de. Sonst gibt es auch die jeweiligen beteiligten Organisationen hier, die man auch selber ansprechen kann, direkt per Mail oder Twitter und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Und sonst danke an euch alle für die Beteiligung und für die Teilnahme. Und ich wünsche euch alle einen schönen Tag.